Unser nächster Gast war 19, als die Edelweiß-Piraten hingerichtet wurden. Jetzt ist er 97 Jahre alt. 97 Jahre alt. Er ist ein Zeitzeuge, so nennt man das. Und wenn wir schon mal einen Zeitzeugen hier haben, stehen bitte gerne alle mal auf. Dankeschön. Ludwig Sebus. Unfassbar. Wahnsinn. Was dieser Mensch alles schon erlebt hat, gesehen hat, erfahren hat. Also, liebe Freunde, es gibt ein Sprichwort, das lautet, was heute nicht richtig ist, kann morgen auch falsch sein. Ihr habt es ausgesprochen richtig gemacht, heute Abend euch hier einzufinden. Ich grüße euch alle ohne Ausnahme, denn das ist das, was Köln ausmacht. Diese Einigkeit, die Wachsamkeit und dann die Zänge auseinander. Liebe Freunde, ich komme aus einer Generation, die langsam ausstirbt. Wir haben noch genau körperlich, geistig, seelisch all das mitgemacht, was wir heute verurteilen. Und glaubt mir eins, ihr macht das echt und richtig, nämlich dass ihr den Mut habt, die Dinge anzusprechen, die genauso gefährlich sind wie damals im Dritten Reich. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass ihr alle so locker dabei seid. Man kann eine Sache nur beginnen, indem man selber irgendwie die Sache humorisch betrachtet. Das Allerschlimmste ist, wenn die mit ihren Nazi-Parolen kommen, wir haben alle Mordet gesehen, da kann keiner von denen lachen. Das setzen wir denen entgegen, denn ich darf euch sagen, ich habe noch Erinnerungen, die genau in die Edelweißzeit reinpassen vor dem Krieg, als nämlich die Bevölkerung langsam, aber sicher im Krieg weniger zu essen bekam und der dicke Göring immer dicker wurde. Und dann lief in Köln einer mit einem Fasserum, da wurden Heringe drin. Und die Heringe wurden dann verkauft, indem er rufen hat, Hollandsche Hering, ein Stück, eine Grosche. Das konnte man sich noch erlauben. Und als der dann den Göring irgendwie in diese Einprägung mit reinnahm, haben sie den ganze Woche im Klingelputz gelassen. Nach der Woche kam er wieder raus und hätte gerufen, Hering, so dick wie vorige Woche. Und das, liebe Freunde, ist Humor, der sich auch in einer Zeit darstellt, wo es an und für sich ein bisschen kritisch ist. Ich möchte heute Abend euch nur einen ganz herzlichen Gruß aus den alten Bereichen, aus den Menschen, die also in meinem Alter etwas jünger sind, die also sich nicht mehr hierhin bewegen können, die aber mit vollem Herzen heute der Aktion stehen, wachsam zu bleiben gegen Fremdenhass und gegen alles das, was irgendwie die Nazi-Parole heute bietet, Front zu machen. Und deshalb darf ich euch alle nur herzlich danken. Habt weiterhin Mut, klar für die Freiheit einzutreten. Die Freiheit aufzugeben ist das Allerschlimmste. Ich habe es selber erlebt. Ich bin erst im Jahre 1950, nachdem ich 25 Jahre war, bin ich erst zurückgekommen und habe erlebt, was es heißt, freier Mensch zu sein.
bis dahin, wo uns Kindheit, die Jugend, alles versaut. Und nur dadurch, dass wir einem Diktator ausgeliefert waren, der dafür gesorgt hat, dass kein Mensch mehr den Mund aufmachen konnte. Lassen wir uns immer bewusst sein, dass die Freiheit es ist, die wir allesamt verteidigen müssen, die uns am Herzen liegt und die wir nie aufgeben dürfen, in allergrößter Bedrängnis, auch wie es im Moment ist. Denn nichts ist besser als die Freiheit in einer Demokratie, wie wir sie heute kennen und lieben. In diesem Sinne, alles Gute euch und bleibt gesund und glücklich. Ludwig Sebus. Dankeschön. Es ist so wichtig, dass Sie heute hier sind. Danke.